Sturm der Liebe, so überraschend verlässt Nadja den Fürstenhof. Wieder verlässt ein Biest den Fürstenhof. Die Art und Weise kommt allerdings völlig überraschend. Nadja Holler war schließlich erst im Dezember nach Bichelheim gekommen. Ihr falsches Spiel ist aufgeflogen. Nadja Hollers Plan. Tim den Mordanschlag auf Dirk in die Schuhe zu schieben, ist fehlgeschlagen. Das weiß nun auch sie selbst und ergreift die Flucht. Doch wo endet sie? Ihre Abwesenheit vom Fürstenhof in den kommenden Wochen war bereits bekannt. Nun ist auch klar, was ihr zustößt. Achtung, es folgen Spoiler zu den Episoden 3374 Donnerstag 07:05 und 3375 Freitag 8:05 von Sturm der Liebe. Sturm der Liebe, nächstes Biest schon wieder weg. Das erste schreibt zur Donnerstagsfolge, panisch ergreift sie die Flucht. Franzi schafft es, Nadja einzuholen und fordert sie ruhig auf, sich zu stellen. Doch Nadja denkt gar nicht daran. Was dann passiert, dürfte wohl für alle Zuschauer überraschend sein. Denn Nadja stolpert, fällt rücklings nach hinten und stößt mit dem Kopf gegen einen Felsen, ihr Todesurteil. Tim kommt herbeigeeilt und versucht ihr zu helfen, aber es ist zu spät. Doch Nadja hat noch ein Ass im Ärmel. Mit ihren letzten Worten schiebt sie die Schuld Franzi zu, sie hat mich geschubst. Natürlich völliger Blödsinn, doch Tim ist sich nicht sicher. Nadja torpediert mit ihrer letzten Aktion die Beziehung von Tim und Franzi. Wird Franzi nun für einen Mord belangt? Für Nadja-Darstellerin Annalena Kless war ihr Engagement am Fürstenhof ein kurzes. Erst am 10. Dezember 2019 war sie zur ARD-Telenovela gestoßen. Nun ist schon wieder Schluss, keine zwei Monate. Nachdem das letzte Biest Annabelle Sullivan hinter Gitter gesteckt wurde. Wer wird nun der große Bösewicht von Sturm der Liebe? Christoph wäre immer für ein falsches Spiel zu haben. Auch Dirk steht in den Startlöchern, Sturm der Liebe läuft montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten.